Hey, hier ist Sophie. Schön, dass ihr reinschaut. Ich habe heute wieder ein Erwachsenen- bzw. Jugendbuch mit zum Thema Queer, Transgender, non-rollenkonform. Das heißt, hattest du eigentlich schon die Operation von Pierre Jongling? Kann man das sehen? Ja. Das ist so ein bisschen eine Graphic Novel, die ist im Jaja Verlag Berlin erschienen. Wie schon Küsse für Jeb. Guckt euch das Video dazu an. Ich finde das Buch großartig. Eigentlich relativ dünn, aber irgendwie ziemlich aussagekräftig. Es geht um einen Transmann, der über verschiedene kurze Stripes, die über zwei, drei, vier Seiten gehen, verschiedene Alltagssituationen erläutert. Das Ganze geht los mit einer kurzen Begriffserklärung, was ist eine Dysphorie, was ist Misgendern, was ist Passing und so weiter, um uns erstmal an dieses Thema heranzuführen. Und dann sind das irgendwie diese Stationen, die er durchläuft, eben vom Coming Out gegenüber seiner Mutter und der Beschäftigung mit dem ganzen Thema. Ich bin im Kaufhaus, werde irgendwie komisch angeschaut, das geht aber irgendwie, dann möchte ich bezahlen, auf meiner Kreditkarte steht der falsche Name und ich kriege sofort ein Problem, weil ich mich permanent erläutern muss, permanent erklären muss. Und das macht die Figur mit einer super, super, super emotionalen Art und Weise, die ziemlich mitreißend ist. Das Ganze ist schwarz-weiß gehalten, finde ich irgendwie sehr passend. Die Figuren sind irgendwie tatsächlich so sehr, sehr entrückt. Ich habe immer so das Gefühl, das ist so ein bisschen SpongeBob-mäßig. Das sind alles relativ körperfigurlose Wesen mit interessanten Frisuren und Haaren. Irgendwie ziemlich enthoben von dem, was wir irgendwie unter möglicherweise Klassifikation von Mann und Frau verstehen. Das hat irgendwie damit fast überhaupt nichts mehr zu tun. Und wir begleiten eben die Person weiter über den Arztbesuch, der einfach im Wartezimmer wieder so ein kleines Chaos auslöst, weil es Unruhe stiftet, dass missgegendert werden und sehr, sehr toll mit wenigen Bildern und Sätzen aufzeigt, wie sich eine Transperson einfach fühlt in so einer Situation, die man einfach hätte möglicherweise mit ein bisschen Wohlwollen und Sensibilität anders behandeln können. Und dann geht es eben weiter über die Vornamen- und Personenstandsänderung, über ziemlich neugierige, intime Gutachterinnen. Wen das interessiert als Person, kann sich dazu mal ein Video von Ruli Julie anschauen. Ich verlinke das mal hier. Das ist schon ziemlich ekelhaft, was da passieren kann in so einer Gutachtersitzung. Ich selbst hatte so etwas noch nicht. Ich hoffe, sowas passiert mir nicht, weil das, was hier beschrieben wird, ist schon ein ziemlicher Horror, der da abläuft. Diese Intimität, die da aufgebrochen und verletzt wird. Verstehe ich, dass jede Transperson irgendwann nach so einer Show tatsächlich traumatisiert ist und keinen Bock mehr hat auf Gutachter, Angst hat vor Gutachterinnen und Gutachter. Und dann geht es weiter über die Definition, diese Zweifel, die Kategorisierung eines Selbst. Und wenn ich eben dann tatsächlich als Transmann Sex mit einem Mann habe oder einer biologischen Frau oder als Transfrau Sex mit einer Frau oder einem Mann, was bedeutet das eigentlich? Was bin ich dann eigentlich? Und ist es wichtig, diese Frage zu klären? Es ist total schön, da zuzuschauen. Und die Antwort, die ich jetzt auf jeden Fall nicht spoilere, da irgendwo wahrzunehmen, zu lesen und zu genießen. Und dann gibt es natürlich doch immer wieder neben dieser Verletzung, die über die eigene Ungewissheit und die eigene Kategorielosigkeit irgendwie vorhanden ist, noch dieses Thema, dass andere Menschen unsicher sind über das, was ihnen da begegnet. Ist es Mann, ist es Frau, ist es irgendwas dazwischen? Das irgendwas dazwischen stellt sich ja eh erst, wenn man sich mit dem Thema tatsächlich schon mal beschäftigt hat und weiß, dass es tatsächlich nicht-binäre Menschen gibt, für alle anderen muss es ja einheitlich sein und dann ist man halt die Partywette und das ist so super verletzend dargeschrieben. Also mir tut's weh, ich kann da gar nicht so richtig emotional einsteigen, weil ich weiß, wie sich das anfühlen kann, so bewertet und betrachtet zu werden von außen. Und natürlich auch nochmal diese Fragen, was passiert eigentlich mit der eigenen Undeutlichkeit bezüglich Männer und Frauen im Kleiden im Fitnessstudio? Das sind relativ kurze Abrisse aus Alltagssituationen, die ziemlich, ziemlich, ziemlich toll zeigen, in welche
Probleme, Transsexuelle, Transidente geraten im Alltag. Und das ist zwar jetzt hier so ein bisschen fokussiert auf einen Transmann, aber ich glaube, dass alles, was ich hier gesehen habe, auf Transfrauen und auch nicht-binäre Menschen genauso Gültigkeit hat. Ich glaube, das ist ein super, super Buch für Personen und Menschen, Interessierte, die da irgendwie so ein bisschen reinkommen möchten, weil man auch relativ stark einen Bezug zu der Figur entwickelt und diese Alltagshandlung auf jeden Fall kennt, aus seiner Sicht, aus seiner heteronormativen Sicht möglicherweise und gespiegelt bekommt, was es bedeutet, anders zu sein. Und ich glaube auch in dem pädagogischen Kontext, weil man allein schon über die kurze Form, über den Stripe, der halt wirklich nur über 4 Seiten geht, relativ schnell in eine Diskussion reinkommen kann, über eine Textanalyse sich überlegen kann, was bedeutet das, in der und der konkreten Situation anders zu sein und was sagt das eigentlich über unsere heteronormativ strukturierte Welt aus? Leute, schaut rein, alle Interessierten, es ist ein großartiges, wunderbares Buch. Danke, Jaja Verlag, danke, Pierre Jongeling, es ist herrlich. Vielen Dank, bis bald.